Höre mich, Hamlet, mein Sohn. Das ist eine wunderbare Szene, wie der Geist des Vaters zum Hamlet spricht. Höre mich, Hamlet, mein Sohn. Ich glaube, dass sie da ist, dass sie überall, wo ich bin, ist sie auch da. Weil ein Geist ist ja nichts, was sich mit einem Gegenstand vergleichen lässt. Ein Geist ist kein Gegenstand. Es ist ein Zustand. Ich bin jetzt 90 und in 10 Jahren würde ich 100 werden. Es war der schönste Sommer, der von 1910. Die Ostsee war monatelang kolossal ruhig, sodass der hallische Komet sich in ihr gespiegelt hat. Nachts haben sich die Menschen auf dem Strand versammelt und manche haben sich plötzlich vor der Natur gefürchtet. Ich nie. Ich habe meinem Sohn Zacharias gesagt, jetzt weiß ich, wo ich meine Ewigkeit verbringen möchte. Dort, in dem stillen, leuchtenden Wasser der Ostsee. Nicht bei mir, hat er gesagt, und war ganz beleidigt. Er war noch sehr anhänglich. Nach diesem schönen Sommer hat sich für uns Tisches das Leben sehr verändert. Wir zogen aus dem provinziellen Galizien in die Hauptstadt, Wien. Simon, mein Mann, wurde Direktor der Wiener Depositenbank und ich führte ein großes Haus mit livriertem Personal und konnte den ganzen Tag Zeitung lesen. Zacharias galt in Wien bald als stadtbekanntes Genie. Manche sagten, ein zweiter Newton. Zacharias wurde selbstständiger und ich durfte ihn nicht mehr so hätscheln. Ich habe ihn gern gestichelt. Eines Tages verschwinde ich. Dann wirst du mich aber suchen. Titine, ach Titine, ich muss dich immer suchen. Du bist ja die Rosine in meines Lebens Kuchen. Die erste Erinnerung aus meinem Leben ist der Hallische Komet, wo ich in der Nacht auf den Berg gestiegen bin, um den Komet in seiner ganzen Schönheit zu sehen. Der hat den halben Himmel bedeckt, der Komet. Damals, diesmal nicht. Diesmal hat man ihn kaum gesehen. Ich war aber damals schon, da war ich ja nicht ein kleines Kind. Musste mindestens 1910, 15 Jahre alt. Und da bin ich in der Nacht, spät in der Nacht, auf einen künstlichen Hügel geklettert mit einem Kollegen, der künstliche Kegel war zu Ehren dieses polnischen Nationalhelden Kosciuszko, der die Revolutions die Aufstandskriege der Polen gegen die Russen geleitet hat.
Und ihn zu Ehren hat man einen Berg aufgeschüttet in Lwów, Lemberg. Und auf diesem Berg war ein Weg, sodass man den Berg aufsteigen konnte. Und wie der Halley-Komet gekommen ist, damals war ich an der Astronomie sehr interessiert. Also ich war damals schon 50 Jahre alt, das ist ja das Entwicklungsalter. Und da ist man sehr interessiert an diesen Dingen. Und damals, er ist ja dieses Jahr auch gewesen, und hat man ihn kaum gesehen, weil er hinter der Sonne versteckt war. Damals aber war er der Sonne entgegengestellt. Und da hat er den halben Himmel bedeckt. Der Schweif des Kometen hat den halben Himmel gebildet. Und da bin ich mit einem Kollegen und 3 Uhr nachts sind wir auf diesen Berg gestiegen, um den Kometen in seiner ganzen Pracht zu sehen. Und das Erstaunliche war, dass mir das so im Gedächtnis geblieben ist, dass ich buchstäblich die Jahre gezählt habe, wann der Komet wiederkommt. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass das so ein Wiedersehen mit einem ganz alten Freund, der mich als Kind gekannt hat, nicht wahr? Und dann war es etwas ganz Schäbiges geworden, weil der Komet kaum sichtbar war. Er war nämlich von der Sonne vollkommen verdeckt. Weißt du, er ist so gewesen, der ganze Lauf des Kometen war so, dass er fast immer hinter der Sonne war und man konnte ihn kaum sehen. So, das war eine kolossale Enttäuschung, auf die ich unnützerweise, also wie war 1900, haben wir heute 1985, nicht? Ja, das heißt, ich habe gewartet 75 Jahre. 75 Jahre habe ich umsonst gewartet. In diesen 75 Jahren hat sich mein Leben abgespielt. Das könnte man einstellen, ich habe immer bedauert, dass ich nicht ein guter Schriftsteller bin. Wenn ich werde so eine wunderbare Geschichte von der Kollege des Halley-Kometen oder der Freund des Halley-Kometen, könnte man ein ganzes menschliches Leben da unter diesem Gesichtspunkt darstellen. Und damals habe ich schon ziemlich fließend gelesen. Ich hab mir das Lesen selbst beigebracht, indem ich meine Mutter gequält habe, mir zu erklären, was ist dieses Zeichen, was ist dieses. Ich war da sehr, sehr, sehr frühreif. Dieses Zeichen. Und auf diese Weise habe ich lesen gelernt. So dass mit 6 Jahren habe ich fließend gelesen. Und ich bin im Bett krank gelegen, also ich habe einen Schnupfen oder sowas gehabt. Und vor mir ist jemand gesessen an einem Tisch und hat eine Zeitung gelesen. Und die Zeitung hat er so aufgeschlagen. Und auf dem Titelblatt der Zeitung war eine dicke Aufschrift: Die Königin is dying. Nicht wahr? Das war die Königin Victoria. Ich war also 5 Jahre alt damals. Das ist die erste Erinnerung meines Lebens. Oder vielleicht eine Erinnerung, wie ich bei dem Geburtstag des Kaiser Franz Josefs in Wien war mit meinen Eltern. Und da waren große Feiern, auch mit Raketen und Feuerwerk zu Ehren des Kaisers. Aber da bin ich nicht sicher, ob das früher oder später war. Das waren meine ersten Erinnerungen. Ich war ganz in diese kriegerische Atmosphäre eines kleinen Jungen. Ich war ein Indianer, ich war kolossal kriegerisch veranlagt. Im Großen und Ganzen, wenn ich daran zurückdenke, habe ich eigentlich ein herrliches Jugendleben gehabt. Nicht wahr? Ich war vollkommen frei durch die Einsicht meiner Eltern. Nicht wahr? Meine Eltern haben mir alles zu machen erlaubt, was ich wollte, und haben mich dabei auch finanziell unterstützt. Und so, dass ich mich immer vollkommen frei gefunden habe, gefühlt habe, zu leben und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann mein Leben vollständig der Wissenschaft und dem Erforschen der Umwelt und so weiter widmen. Das hat mich kolossale Attraktion auf mich ausgeübt. Mein Vater hat ein edles Gesicht gehabt, eines südlichen Europäers.
Meine Mutter war eher dieser lebensfrohe und der Welt zugewandte Typus. Sie wollte, dass die Kinder aufwachsen in ihrer vollen Freiheit. Und sie hat insofern Glück gehabt, weil ihre zwei ältesten Kinder, nicht wahr? Also ich und die Zescha, waren Auslandskinder. Erstens habe ich allein 4 Sprachen gelernt, ohne Lehrer, nicht wahr? Hebräisch nicht. Hebräisch habe ich einen Lehrer gehabt. Aber Französisch, Englisch, Deutsch und Polnisch habe ich gelernt, allein gelernt, ohne Lehrer. Und die Zescha war doch wirklich ein Wunderkind von allererster Ordnung, weil sie schon mit 7 Jahren Konzerte gegeben hat. Und zwar hat sie, in dieser Hinsicht war sie kolossal erfolgreich, weil sie war in Kolberg auf Ferien mit ihrer Mutter und man hat sie da gebeten, dass sie so ein Wunderkind war. Sie war damals, glaube ich, 9 Jahre alt oder sowas. Da hat man meine Mutter vorgeschlagen, dass man ein Konzert für sie in Kolberg einrichten wird. Und sie hat tatsächlich so ein Konzert gegeben. Und da war einer der berühmtesten deutschen Komponisten. Reger, ja. Reger war damals als einer der größten Komponisten, deutschen, sicherlich deutschen Komponisten, vielleicht seiner Zeit. Der war bei dem Konzert und ist dann zu meiner Mutter gekommen und hat ihr gesagt, dass er aufs Tiefste beeindruckt ist und er möchte sie zu sich nach Hause nehmen und sie ausbilden, wirklich zu einer ganz großen Pianistin. Ja. Das war meine Älteste und sie war die Älteste. Und irgendwie hat sich dieser Bruch des Schicksals für dieses Mädchen irgendwie geltend gemacht. Denn sie ist mit 17 Jahren tatsächlich psychotisch geworden und hat die Musik vollkommen aufgegeben. Sie hat dann tagelang nichts geredet zu niemandem. Und sie war dann ausgesprochen psychotisch. Und meine Mutter war so an das Kind gebunden, dass sie sich nicht trennen wollte von dem Kind. Und meine Mutter hat ein kolossales Gefühl der Schuld gehabt und hat sich um sie besonders gekümmert. Waren sie immer zusammen. In Wien hat sich Zacharias in die Natur vernarrt. Er liebte sie wie eine Frau, die eine kolossale Macht über ihn hat. Er interessierte sich für das Intimste, die Zelle. Die Chemie der Zelle nannte man Biochemie. Es war was ganz Neues in Wien. Es gab noch kein Studienfach an der Universität. Also hat Zacharias Medizin studiert, obwohl er sich vor Krankheiten so ekelte, dass er kaum Arzt werden konnte. Bei der Promotionsfeier 1922, als wir alle so angetrunken waren, habe ich seinem Vater vorgeschlagen, die Wiener Depositenbank soll Zacharias eine Stelle als Biochemiker geben. In Wien ging sowas. Simon war der Direktor der Bank. Er zahlte Zacharias ein gutes Gehalt und finanzierte sein Laboratorium samt Laborantin neben seinem Stammcafé. Die Wissenschaft war etwas unendlich Nobleres und Edleres, als es jetzt ist. Denn jetzt ist die Wissenschaft eigentlich eine Technologie.
Die Wissenschaft lebt nicht mehr von großen Ideen, wie damals, wie es noch in den 20er Jahren der Fall war. Dann, heute will jeder eine wissenschaftliche Karriere zu machen. Irgendwo fest angestellt zu sein, wo eine vielversprechende Stelle, wo man die Chance hat, in die Verwaltung der Universität, an der man ist, zu kommen und eine permanente Stelle hat, bis man ein Alter erreicht, wo man pensioniert ist. Das ist heute ungefähr die Idee, ein Wissenschaftler zu sein. Aber das heißt bei vielen Leuten, nicht bei allen, aber bei vielen Leuten. Bei mir war das nie der Fall. Seit, glaube ich, meinem 13. Lebensjahr habe ich ein eigenes Privatlaboratorium in dem Haus meines Vaters gehabt. Und ich habe so die Chemie auch ausgeübt, als ein relativ ganz junger Mann. Und dann ist mir so ein furchtbarer Vorfall zugestoßen, dass ich irgendeine sehr ätzende Substanz auf den Fußboden meines Zimmers ausgegossen habe und nicht anständig gereinigt dann habe. Aber entweder weil ich nicht genug chemisch noch ausgebildet war oder aus grober Nachlässigkeit. Alles wieder ein Riesenloch ist ausgebrannt worden in dem Fußboden des Zimmers, in dem ich das Laboratorium hatte. Und das Loch ist durchgekommen, direkt über dem Keller. Und das hat mich damals einen fürchterlichen Schrecken eingejagt. Und ich bin beinahe immer da hereingefallen. Und ich war, meine Abenteuerlust in Chemie ist dadurch ein bisschen gedämpft worden. Jeden Mittwoch habe ich Zesha bei ihrem Klavierlehrer Leschetizky abgesetzt und habe Zacharias besucht. In seinem Labor lief gerade eine chemische Reaktion oder er präparierte eine Substanz oder rechnete im Gehen seine Ergebnisse. Er bemerkte mich gar nicht und ich konnte ihn in Ruhe einfach betrachten. Zacharias Naturgeheimnisse stanken bis unten zu seinem Stammcafé, wo der Ober mir gesagt hat, Madame, das Kaffeearoma wird vernichtet von ihrem Genie. Ich bin damals so als ein noch relativ junger Mann erschienen und ich habe eine ganz große Reputation damals schon gehabt. Und zwar deswegen, weil ich die erste spezifische Color Reaction für die Thymo Nucleic Acid gefunden habe. Also für die Nucleic Acid, die im Tierkörper vorkommen. Für die Nucleic Acid, die außerhalb des Tierkörpers, für die hat man ihn gekannt. Diese Reaktionen waren aber nicht sehr spezifisch. Ich habe aber im Jahre 1928, glaube ich, habe ich diese Reaktion durch Zufall gefunden, die vollkommen spezifisch war für die Nucleic Acid in tierischen Organismen. Und die hat man dann die Disch-Reaction genannt. Und wie ich nach Amerika gekommen bin, hat jeder diese Reaktion gekannt. Und wie er nur meinen Namen gehört hat, hat man schon gewusst, ah ja, Sie sind ja der Mann, der diese gefunden hat. Das hat mir kolossal geholfen, mich hier emporzuarbeiten. Weil ich so als jemand betrachtet worden bin, der etwas Wesentliches zur Forschung beigetragen hat. Die habe ich gefunden auf eine ganz kindische Art. Ich habe gespielt mit Color Reactions, so wie ein Kind mit Farben, weißt du? Es hat mir Spaß gemacht, zu finden irgendeine sehr charakteristische Farbe, die mit einer bestimmten Konstitution einer Substanz verbunden ist. Nicht wahr? Das war eine Art von Sport in mir. Ich habe die Sachen einfach nicht niedergeschrieben. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich drauf gekommen bin. Aber die Reaktionen hat man mir kolossal hoch gut geschrieben, weil sie sehr äußerst nützlich waren, vielen Leuten möglich gemacht haben, weitere Forschungen zu machen. Und die Mechanik der Reaktion war nicht so wichtig. Wenn man nachweisen konnte, dass die Reaktion genügend spezifisch ist,
dann hat man sich nicht so sehr interessiert für die Mechanik der Reaktion. Und ich habe mich auch, ich konnte ja überhaupt die Mechanik nicht aufklären, weil ich nicht genügend chemisch ausgebildet war. Ich war ja nie ein Chemiker. Ich war so ein chemischer Dilettant. Immer. Und dem einfach das großen Spaß gemacht hat, so unvorhergesehene Dinge zu finden. Ich habe mich ich war ein Reisender im Lande der Biochemie. Dass ich die unbekannten Dinge angeschaut hat und versucht hat, sie für verschiedene Zwecke, ja, eigene Zwecke zu verwenden und so weiter. Aber ich habe weiß ja nicht gewusst, was eigentlich chemisch vorgeht. Ich war überhaupt kein Chemiker. Mein Vater hat lange vor dem Zweiten Weltkrieg ein Haus im Ostteil von Berlin gekauft. Und dieses Haus wurde immer von solchen Verwaltern betreut, die das Geld, die Mieten gesammelt haben und zu uns nach Wien, zu meinem Vater überwiesen haben. Aber wie die Nazis gekommen ist, ist dieser natürliche Zusammenhang gestört worden, besonders da dieser Verwalter ein Jude war und sich sozusagen sehr im Hintergrund halten musste und verstecken musste. So hat mein Vater mir gefragt, ob ich nicht doch mal nach Berlin fahren sollte. Das war ungefähr im dritten Jahre von Hitler oder sowas. Und nachschauen würde, was aus dem Haus eigentlich geworden ist und wie die Sache steht. Ich war damals sehr unternehmungslustig und dumm, da ich sofort einverstanden war und nach Berlin gefahren bin und in einem kleinen Hotel dort irgendwo abgestiegen bin. Ich wollte aber nur eine oder zwei Tage nur bleiben und mit dem Verwalter über das Haus dann alles besprechen und wieder zurückfahren. Nur am Abend dieses Tages ist mir ganz das schrecklich langweilig geworden. So habe ich unserem Verwalter, der ein ziemlich prononciert aussehender Jude war, vorgeschlagen, dass wir doch am Abend, wo wir nichts zu tun haben und uns langweilen, gehen wir doch in so ein Nachtlokal, wo die Leute nehmen. Und er war damit einverstanden, weil er sich auch gelangweilt hat. Und da sind wir hingegangen. Und da war der Saal war voll und war ein kolossales, viel gesungen und war sehr lustig. Und in den Logen sind die Damen gesessen, nicht wahr, die sich Freunde abgepickt haben unter dem Publikum. Waren eine Menge Militärs, Offiziere und Hakenkreuz-Männer und so weiter, Würdenträger des Regimes und so weiter. Und wir haben uns aber nicht, haben keine Angst gehabt. Wir sind so an einem Tisch gesessen und haben Wein getrunken und tatsächlich hat sich da ein sehr hübsch aussehendes Mädchen für uns zu interessieren angefangen und hat uns so Zeichen gegeben. Und ich habe da so in meiner Dummheit, habe ich sie da eingeladen, ist ein Zeichen gegeben. Dass sie, und sie ist heruntergekommen und hat sich an unseren Tisch gesetzt und hat uns gesagt, dass im nächsten Saal wird getanzt. Und ob wir nicht ein bisschen tanzen möchten mit ihr und mit ihren Freundinnen und so. Habe ich gesagt, ja, sehr gut, obwohl ich ein miserabler Tänzer bin, aber für diese Zwecke habe ich mir gedacht, werde ich gut genug sein. Und da sind wir in den anderen Saal gegangen und da war voll, der Saal war voll von so Offizieren, der Nazi-Offizieren. So, das war wirklich eine schreckliche Gefahr für mich, denn an mir hat jeder Nazi halt an mir den Juden erkannt. Sie hat mich so ausgefragt, woher ich bin und warum ich in Berlin bin und so weiter. Ich habe alles ganz frei gesagt und ich habe gesagt, dass ich hier in Berlin ein Haus, meine Familie hat ein Haus, obwohl wir Juden sind. Und da hat sie gesagt, wissen Sie was, erlegen Sie eine bestimmte Summe Geldes hier in einer Bank und geben Sie mir die Zinsen von dem Geld regelmäßig. Und wir werden dann gute Freunde sein, wir werden korrespondieren und so weiter.
Also das war der Sinn ihrer Rede. Die Behörden werden nichts dagegen haben, dass ein Jude sein ganzes Einkommen einer Arierin sozusagen gibt. Das war ganz erschreckend, nicht wahr? Aber bitte. Und so ist die Reise zu Ende gekommen. Und das Haus haben wir natürlich verloren, dann später sowieso. Aber es war interessant nur, wie es möglich war damals, weil das war damals der Höhepunkt des Nazismus in Deutschland, war es für einen Juden, sich zu amüsieren in einem Nachtlokal, das voll war von diesen Nazi-Offizieren. Ich habe sehr oft dieses Gefühl, dass sie auf mich wartet, weißt du, im Jenseits. Sie würde mir ihre Liebe zeigen, weißt du, das, was sie immer getan hat. Ich war ihr Sohn, weißt du, der so aus ihrem Körper entstanden ist. Ich würde die hauptsächlich über so metaphysische Fragen mit ihr diskutieren. Ich würde das Alltagsleben ist ja gänzlich belanglos in so einem Verhältnis mit einem toten Menschen. Ich glaube an eine absolute Wert des menschlichen Lebens, in dem Sinne des Lebens, auch ohne Körper, dass es ein Leben ohne Körper, ein rein geistiges Leben gibt. Dieses geistige Leben von unerhörter Kompliziertheit ist, was das Wesen des Seins ohne Körper ist und worin die Kommunikation besteht. Denn die Kommunikation kann ja nicht durch Sprache bestehen, weil ja für die Sprache fehlt ja der Körper. Folglich muss die Kommunikation auf einem anderen Wege zustande kommen. Was das Leben ohne Körper bedeuten kann. Aber wenn mich Gott leben lässt bis zum 115. Lebensjahr, wie er einige Leute hat leben lassen, dann bin ich zufrieden. Ja, die Erzählung ist ganz einfach. Ich wurde geweckt, nicht wahr, durch irgendwelche Geräusche, die von davon kamen, dass mein Vater sich plötzlich sehr schlecht gefühlt hat. Er hat eine Angina pectoris seit mehreren Jahren schon gehabt, so dass man jeden Moment erwarten konnte, dass er eben einen Herzschlag bekommt und stirbt. Und das war damals eingetreten und er hat mich zu sich gerufen. Er hat gewusst, dass er stirbt, weil er so dieses eigenartige Gefühl gehabt hat. Und das Einzige, was er mir gesagt hat, noch sagen konnte, bevor er gestorben ist, war: Nimm dich der Mutter an. Dann ist er gestorben. Und man hat ihn also dann aufgebahrt und einen Arzt geholt, um den Tod offiziell festzustellen. Und der ist gekommen, der Arzt, das war so ein middle-aged Arzt, und hat ihn angesehen, wie er so da gelegen ist, ganz mit starrem, toten Gesicht, und hat gesagt: Was für ein schöner Mensch. Zacharias hat uns überredet, zurück nach Lemberg zu fahren. So weit nach dem Osten werden die Nazis nicht dringen. Und in dem alten Familienhaus seid ihr gut aufgehoben. Er wollte unsere Wohnung in Wien räumen, alles nach Lemberg schicken. Ich meinte, wieso das?
wenn wir später nach New York kommen. Wir haben uns gestritten. Mein Porträt ließ Zacharias gleich nach New York verfrachten. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich habe dein Bild und du bist bei mir. Sobald ich kann, hole ich euch rüber. Er drückte mir 2 Bahnkarten nach Lemberg in die Hand und Sascha einen flüchtigen Kuss auf die Stirn. Eine Woche später hat er Wien verlassen, in Richtung Westen. Denn ein Vorteil dieser Tatsache, dass ich keine Karriere machen konnte in Österreich wegen des Antisemitismus und der Hitlerei und so weiter, war, dass ich ein vollkommen unabhängiger Mensch geworden bin. Ich war in meinen Gefühlen, in meinen Bestrebungen und so weiter. Ich habe das instinktiv gewusst, ich kann auf nichts und auf niemanden rechnen. Und ich muss mein Leben so gestalten, dass ich die besten Dinge heraushole, deren ich fähig bin. Das war dieser unterirdische Strom in meinem Geist, weißt du, der mich angetrieben hat. Das war absolut, ich habe das ganz genau mir überlegt und analysiert sozusagen. Und ich bin dessen sicher, dass das wirklich der Fall war. Dass diese erzwungene Isolierung von der menschlichen Gesellschaft, die durch die Hitlerei nicht erzwungen worden ist, die hat diesen Vorteil mit sich gebracht in mir, dass ich habe die Sicherheit gefühlt, dass ich muss mich bewähren, nicht wahr? Geistig muss ich mich bewähren. Und das war ein kolossaler Ansporn, mich wirklich der Wissenschaft, in die Wissenschaft ganz sozusagen zu tauchen, unterzutauchen in der Wissenschaft und an nichts anderem so interessiert sein als an der Wissenschaft. Das hat also kolossal dazu beigetragen, die Betätigung mit der die wissenschaftliche Betätigung als die Grundlage meines Lebens zu machen. Nur der einzige negative Faktor war, dass ich damals schon in einem ziemlich hohem Alter war. Denn wie ich aus Wien weggegangen bin, war ich schon 43 Jahre alt. Also ich habe eine abnorme Entwicklung gehabt, die vielleicht dazu beigetragen hat, dass ich so alt geworden bin. Denn wenn das menschliche Leben verlangsamt wird durch äußere Umstände, so trägt das kann man daran sehr wohl glauben, trägt das dazu bei, das menschliche Leben auch zu verlängern. Weil sogar ein gewisses Minimum des inneren Gehaltes des Menschen steht zur Verfügung. Und je nach der Geschwindigkeit, mit der man dieses Minimum durch Erlebnisse und durch Betätigungen verbraucht, dauert auch das Leben. Ich gehe jeden Tag fast ins Kaffeehaus und trinke einen Tee oder einen Kaffee und lese durch 2 Stunden Zeitungen. Das tue ich fast jeden Tag. Und da gibt es viele Leute, die das machen, die dort sind. Es kommen auch viele Leute, um zu essen. Das ist also so ein Kaffee-Restaurant. Gut gehalten und angenehm zu sitzen. Dort ersetzen die Neger die Juden. Und fressen sich dort an. Fisch und Koteletts, diese machen auf so einem Herd, wird gemacht. Und die geben sie von, wie nennt man das, wenn man so 2 Stücke Brot übereinander legt. Wie nennt man das in Englisch? Sandwich. In Form eines Sandwich wird das gereicht. Und dann kriegt Kaffee, Tee, Schokolade, alles Mögliche. Du warst noch nicht mit mir in diesem Kaffeehaus? Dann werden wir gehen.
Das Wiener Kaffee. McDonald's kann sich mit dem Wiener Kaffeehaus nicht vergleichen. Schon vor allem McDonald's ist sehr ordentlich. Das ist die Anziehungskraft des McDonald's. Dass man, die Sitze sind von einer tadellosen Reinheit, jeden Tag. Und man kämpft nicht um die Sitze. Für jeden ist Platz da. Während im Wiener Kaffeehaus war ein immerwährendes Gebrüll und Geräusch. Und es waren die Stammkunden, die da Karten gespielt haben. Und das Kaffeehaus sozusagen als ihr Eigentum betrachtet haben. Aber, und dann war ein zweites Kaffeehaus. Das war das dieses erste Kaffeehaus war die Zentrale des literarischen Lebens in Wien. Da war es aber ein zweites Kaffeehaus, das viel interessanter war. Und zwar, das war das Kaffeehaus, wo alle Anwälte des obersten Gerichtshofes jeden Tag um ungefähr 2 Uhr erschienen sind und ihre Geschichte, ihre Fälle sich gegenseitig erzählt haben. Und haben geduldet, dass die Stammgäste hinter ihren Sesseln gestanden sind und zugehört haben. Das war ein großes Erlebnis in Wien. Der McDonald hat den Zweck, den Negern unter Bedingungen zu dienen, wo man sie nicht sozusagen heruntersetzt. Es sind auch Weiße, viele Weiße da, meistens alte, ganz alte Menschen. Und es herrscht eine gewisse Zivilität in den Beziehungen der Gäste zueinander, die sehr angenehm wirkt. Und so wie die frisch geputzten Bänke und so weiter dazu passen. Das ist ein eigenartiges amerikanisches Kaffeehaus. Ganz verschieden von dem Wiener Kaffeehaus. Noch niemand hat mir gesagt, ich soll mal jemanden noch zu meinem Tisch. Bis auf gestern. Gestern war das erste Mal, dass ein scheußlicher Mann sich an meinen Tisch gesetzt hat. Nicht wahr? Denn der Tisch ist ja für 4 Personen gedacht, nicht für eine Person. Da hat er sich neben mich gesetzt und er war höchst antipathisch. Nicht wegen seines Aussehens, denn er hat ganz gut ausgesehen, sondern wegen seiner Art und so weiter. So habe ich mir ein gegenüberliegendes, kleineren Tisch sofort gefunden und habe mich hingesetzt. Und er hat das, er war sogar sehr zivil und hat mich gefragt, ob er mich verscheucht hat. Habe ich gesagt, auf keinen Fall. Und damit war die Episode zu Ende. Dieses McDonald's ist eigentlich ein Kinderkaffeehaus. Die Eltern kommen, die meisten sind Neger, aber nicht alle, kommen mit ihren kleinen Kindern und füllen sie mit diesen Würsten und allen diesen Sachen. Die armen Wesen ruiniert man das Leben, dadurch, dass man sie enorme Mengen Cholesterol schon in 5 bis 6 Jahren kriegen sie schon enorme Mengen Cholesterol. Zu essen. Aber das gehört zum Folklore in Amerika. Aber sonst muss ich sagen, benehmen sich die Gäste, die Negergäste, tadellos. Es ist nur so, dass man nicht eine einzige hübsche Frau sieht. Alle diese Negerinnen, die dort hingehen, sind meistens sehr hässliche Frauen. Du brauchtest weder Heimat noch Familie. Du hattest meine kleine Reisehandtasche mit, voller wissenschaftlicher Unterlagen. Ich habe mich mit Sascha in Lemberg wieder eingelebt und freute mich auf gelegentliche Nachrichten von der Familie. In Paris hat Zacharias Unterkunft gefunden bei einem russischen Juden, Dr. Zank, der ihn in seinem Labor versteckt hat. Dr. Zank gab Zacharias ein bisschen Blutzucker für seine Versuche. Bald wurde Zacharias Experte für Blutzucker.
Dr. Zank benutzte seine Ergebnisse und bezahlte Zacharias mit Cognac. Als der Krieg angefangen hatte, wurden Staatenlose wie Zacharias in Lagern interniert. Mein Sohn aber nicht. Ich habe so viel Rotwein getrunken, dass ich schon Franzose bin, hat er geprotzt. Als Paris zu den Deutschen gefallen ist, zog Zacharias mit meinem Koffer weiter. Ich habe keine Heimat. Ich bin ein heimatloser Mensch. Denn die Heimat hat man mit Gewalt von mir weggenommen. Ich musste doch flüchten. Und, und die Flucht war der einzige Weg, um den Tod zu entweichen. Ich habe keine Heimat. Zacharias schrieb immer sentimentale Briefe nach Lemberg. Es änderte aber nichts an der Tatsache, dass er uns alle hat sitzen lassen. Nicht nur ich, aber auch Zescher waren tief gekränkt. Und alle Damen, die sich entsetzt bei mir erkundigt haben, wo er hingegangen sei. Ach, die Frauen, das ist ein Kapitel für sich. Du hast dich ja immer wieder verliebt, mit einer grausamen Sorglosigkeit. Dienstboten und verheiratete Damen mochtest du besonders. Eine kleine Angestellte war deine bedeutendste Eroberung des Ersten Weltkrieges. Oh ja, ich habe die größten Dummheiten in dieser Hinsicht gemacht. Das war so. Ich habe da, während des Ersten Weltkrieges, war ich eine Zeit lang in Krakau stationiert. Und dort habe ich in einer Konditorei habe ich eine Verkäuferin gesehen, die wirklich ein bildschönes Mädchen war. Und in die habe ich mich wirklich verliebt. Und da, wie man mich von Krakau nach Landshut, wo eine ganz kleine Stadt von 15.000 Einwohnern war, übertragen hat, habe ich mich natürlich nach ihr kolossal gesehnt. Dein Vater hat's geduldet. Ich habe dir immer meine Meinung gesagt. Zacharias wollte sie unbedingt sehen. Also hat Simon dem Feldwebel Geld gegeben und Zacharias musste nicht mit auf Manöver. Jedes Mal, wenn das Regiment Papier, Kanzleipapier gebraucht hat, hat man mich nach Krakau geschickt, ungefähr 300 Kilometer, damit ich dort das besorge. Und ich habe natürlich sofort mit diesem Mädchen in Verbindung, bin ich mit dem Mädchen in Verbindung getreten, wenn ich nach Krakau gekommen bin. Das war eine Komödie. Dann hat sich aber herausgestellt, dass sie unbedingt darauf besteht, dass ich sie heirate. Und zwar mich auch taufen lasse. Als Zacharias seinem Vater das erzählt hat, gab Simon dem Feldwebel kein Geld mehr. Und Zacharias musste mit auf Manöver. Sie war sehr, sehr, sehr streng katholisch. Ich war damals ein wohlhabender junger Mann. Und sie hat natürlich sofort darauf spekuliert, dass ich sie heiraten werde. Und das konnte ich nicht über mich bringen, nicht wegen einer Abneigung gegen die katholische Religion, sondern weil ich gewusst habe, was das für ein fürchterlicher Schlag für meine Eltern sein würde. Und nur aus Rücksicht für meine Eltern habe ich das abgelehnt. Und ich wollte von ihr nicht mehr wissen. Bald hat der Feldwebel sich beschwert, dass Zacharias ziemlich untauglich war. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Und dann gab es diese polnische Tänzerin, Gidonka, die immer gelbe Röcke angezogen hat, über ihrem riesigen Gesäß. Kannst du dir vorstellen, wie das ausgeschaut hat? Mein Liebling Gidonka, hast du immer zu ihr gesagt. Mein Liebling Gidonka. Eine Antisemitin, die Gidonka. Nach dem Anschluss ließ sie sich nicht mehr blicken. Und du hast sie überall gesucht. Sie war ein bildhübsches Mädchen. Und dann die Bordellinhaberin in Paris. Eine verheiratete Frau. Ihr Ruhm ging bis nach Lemberg. Sie war sehr bildschön. Einmal hättest du ja beinahe geheiratet.
Nein, das waren Fantasien das waren Fantasien. Und ich habe nicht geheiratet, weil ich eigentlich, weil ich mich überhaupt dem Zwang der Konvention in meinem Leben zu entziehen getrachtet habe. Das habe ich immer gemacht. Ich habe einen Hass gegen jede konventionelle Lebensweise gehabt. Was ist denn aus der kleinen Lipschitz geworden? Sie war aber eine verheiratete Frau, die kleine Lipschitz. Und sie hat ihren Mann anscheinend geliebt und sie hat mich nicht geliebt. Sie war die Frau von dem Stefan Askenase, von diesem Pianisten. Sie war ein bildschönes Mädel und ich war in sie verliebt. Aber in Wirklichkeit, sie hat mich nie gerne gehabt. Sie hat tatsächlich als Frau am meisten gegolten, weißt du. Aber sonst waren ja solche absoluten Bedeutung der Frauen war nicht in meinem Wesen. Ich habe mich sehr leicht wenn eine Beziehung auseinandergegangen ist oder misslungen war, habe ich mich nicht lange da gekränkt und gequält. Von deiner Schiedach bist du weggelaufen, die arme kleine Zwilikowska. Die war ein wunderschönes Mädchen. Von edlen, ganz edlen Zügen. Ich bin aber geschieden jetzt. Aber warte mal, mit wem bin ich verheiratet eigentlich? Hoffentlich nicht mit der Angestellten, mit der du so viel angestellt hast. Titine oder Barbara, es war immer dasselbe Gesindel. Das ist mein Pass. Provisoire. Das ist mein französischer Pass. Gott, bin ich jung hier. Sehe ich jung hier aus. Und ein bisschen so erschrocken. Das ist unglaublich. Da war ich doch schon 50 Jahre alt. Aber ich sehe hier aus, wie wenn ich 25 wäre. Auf diesem Bild. 39, also. Nein, da war ich nur 44 Jahre alt. Weil das ist ein polnischer Pass ist. Wie es in Frankreich war, kann ich euch erzählen, stundenlang. Ich kann euch vom Dr. Zank erzählen, weil das ein ganz hervorragender Gentleman war. Ach, Arbeitslager. Das waren keine Arbeitslager. Das waren eine Art von so Gefängnislager. Das war keine Arbeit. Wir waren nicht gezwungen zu arbeiten. Und das war eine furchtbar miserable, primitive Hygiene. Weißt du, es war wirklich scheußlich. Ich habe aber einen gewissen Prestige dort gehabt, weil ich ein Arzt war. Und da hat man mich sehr oft in der Nacht geweckt zu irgendeinem Kranken. Da waren ja sehr viele Leute, da waren ja tausende Leute dort. Und da ist es vorgekommen, dass jemand wirklich aus halb aus Hysterie und halb in Wirklichkeit erkrankt war in der Nacht. Da hat man mich geweckt und ich bin zu ihm gegangen. Ich habe versucht, ihn zu trösten und sowas. Ich konnte nicht viel mehr machen. Aber ich konnte ihn so ein bisschen trösten. Und da, ich habe ein gewisses, die Leute haben von mir aus irgendeinem Grund einen gewissen Respekt gehabt, die meisten von diesen Insassen. Aber das war in dem ersten Lager, also sofort nach Ausbruch des Krieges, da hat man uns also so ein bisschen feindselig angesehen, weißt du, weil die Franzosen waren nicht sicher, ob wir nicht wirklich doch noch gewisse so Gefühle der Zusammengehörigkeit mit den Deutschen und mit den Österreichern haben und so weiter. Da waren sie ein bisschen, wir waren immer unter dem Verdacht.
Und die Leute haben, was die Leute gemacht haben, haben meistens am einfachsten war herauszukommen, wenn man in eine französische Kolonie gehen wollte. Also nach Nordafrika. Ich wollte aber doch nicht hingehen, weil ich gewusst habe, dass das einfach mich zugrunde richten wird. Ich habe versucht, eben durch meine Bekannten in Amerika einen Pass nach Amerika zu bekommen. Und das ist mir auch gelungen. Zacharias ist unterwegs zu Geld gekommen. Er hat seine Goldzähne dem Schiffsarzt verkauft für $1. $1 für 5 Goldzähne. Ich habe diese bedeutende Nachricht Zesha im Garten vorgelesen, am Shavuot, unter den blühenden Kirschbäumen. Er war auch zu einer neuen Garderobe gekommen. Ein Schwarzhändler aus Berlin hat ihm ein paar Schuhe einfach geschenkt. Sie waren 2 Nummern zu groß, aber blieben an seinem Fuß. Er hat sie noch die ersten Monate in New York getragen. Wir hatten einen so heißen Sommer in Lemberg. Ich träumte von Meeresluft. Ja, meine Schuhe waren so fast schrecklich, dass dieser Obermacher auf dem Schiff nicht mal mir gesagt hat, mit solchen Schuhen können Sie auf diesem Schiff nicht gehen. Er hat mir einfach verboten, mich zu zeigen in diesen Schuhen. Also was sollte ich machen? Aber es waren, am besten waren da waren Juden auf dem Schiff, nicht wahr? Solche Festgebrannte in allen Tricks und so weiter. Und die haben gute Beziehungen zu dem Koch gehabt. Und da ist man von Zeit zu Zeit in die Küche gegangen und hat eine Orange erwischt oder irgendein Gebäck oder so etwas. Und so hat man sich die Zeit vertrieben. Dann sind wir ja von den Engländern gekappelt worden, von der englischen Marine. Weil wir ja, weil die England war doch auf Kriegsfuß mit dem Frankreich von Pétain. Folglich haben sie das Schiff beschlagnahmt und haben uns nach der Insel nach Trinidad gebracht. Das ist eine Gebirgsinsel, eine herrliche Landschaft. Ist wahr? Direkt am Atlantischen Ozean. Und dort haben sie uns gebracht und ich war dort mehrere Tage. Und dann ist von New York, von Washington, der Befehl gekommen, mich mit dem nächsten amerikanischen Schiff, das nach den Vereinigten Staaten geht, mich wegzuschicken. Ich habe genau einen Dollar in der Tasche gehabt, wie ich nach Amerika angekommen bin. Das war mein Kapital für Amerika. Mit dem Dollar habe ich kurz vor dem Ende der Reise habe ich gesetzt auf ein Hazardspiel. Waren ja solche Hazardspiele auf dem Schiff. Nicht wahr? Dann habe ich den Dollar riskiert und habe ihn alle glatt verloren. Aber damals hat man einen Glauben gehabt noch an das Leben. Ich kann mich erinnern. Ich war ja damals 51. Und ich habe aber so einen Glauben an das Leben gehabt, wenn ich 20 gewesen wäre. Ich habe so diese inneren Kräfte in mir gespürt, die mich von der Verzweiflung gerettet haben. Als Kinder waren Zesha und Zacharias fast untrennbar. Dann wurde er plötzlich aus heiterem Himmel unfreundlich. Nach einer Zeit indifferent. Ach, das ist doch die Pubertät, haben unsere Freunde gesagt. Und Zacharias hatte selber so viel vor. Er traf uns ab und zu in dem Kaffeehaus unter seinem Labor. Dort erzählte er uns über seine Forschung, über die Politik und so weiter. Er belehrte uns. Zesha ist mit mir nach Hause gegangen und war ganz still. Mit mir war Zacharias immer sentimental.
Mutter, hat er gesagt. Dabei hatte er Tränen in den Augen. Mutter, du hast mich zur Welt gebracht. Ich war dann aber hauptsächlich mit Sascha beschäftigt. Sie wollte nicht mehr üben. So kann man keine Karriere machen, habe ich geschimpft. Die Musik spricht nicht mehr zu mir, hat sie in ihrer leblosen Stimme geantwortet. Dann hat sie gar nicht mehr gespielt. Der Flügel stand unbenutzt in unserem Salon. Sie hat so ein bisschen in ihrem Rachen gesungen. Immer so, den ganzen Tag. Es war ein grässliches Geräusch. Dann wurde auch das ihr zu anstrengend. Sie hatte nicht mehr richtig gegessen. Sie wurde immer dünner und Zacharias hat sich geweigert, sie zu besuchen. Sie wurde immer stiller. Wir sind von Arzt zu Arzt gelaufen. Es gab ja genügend Ärzte in Wien. Zwecklos. Zwecklos. Weder Freud noch Adler konnten helfen. Weder Freund noch Mutter. In einer Anstalt mit 25. Taub und gelähmt mit 35. Mit New York bin ich absolut nicht verbunden. Ich habe überhaupt keinen Sinn für diese ganz großen Massenstädte, weißt du? Wien war in dieser Hinsicht unvergleichlich, weil in Wien waren diese Leute, die in Wien gelebt haben, das waren keine Proletarier, das waren Kleinbürger, nicht wahr? Und die Kleinbürger sind so irgendwie menschlicher als die Proletarier. Wenn die Proletarier nicht ganz große Männer sind, wie LaSalle war, nicht wahr, der also beim Bismarck, den Bismarck bewundert hat und mit ihm eigentlich befreundet war. Aber wenn man nicht so ein Mann, großer Mann wie der LaSalle ist, dann ist man in der Großstadt eigentlich eine vollkommene Null. Zacharias hat mir versprochen, wenn er in New York ankommt, wird das Bild von mir schon da sein. Ich habe gesagt, ja, aufgerollt, in einem dunklen Schrank. Der Maler Pilikowski ist eines Tages bei uns in Lemberg erschienen und hat ironisch bemerkt, also sind Sie schon bei Ihrem Sohn in New York. Er selber war auf der Durchreise nach Shanghai. Er hat mir gestanden, er hätte mein Gesicht nie vergessen. Es war so ein Erlebnis für ihn gewesen, mich 1910 zu malen. Unsere Gefühle waren immer von einer großen Zartheit gewesen. Ich meine, zwischen uns gab es nie ein Liebesverhältnis im gewöhnlichen Sinne. Deswegen erinnert man sich an mehr. Ich hätte ja mitfahren können nach Shanghai. Aber ich meinte, ich muss in Lemberg bleiben, weil Zacharias mich dort suchen würde. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra perduta gente. Voi che entrate, lasciate ogni speranza. Przeze mnie droga na wieczyste męki, przeze mnie droga na wieczne udręki, przeze mnie droga w miasto utrapienia. Ty, który tu wchodzisz, żegnaj się z nadzieją.
Titine, ach Titine, ich werde dich immer suchen. Du bist ja die Rosine in meines Lebens Kuchen. Meine Beziehung zu meiner Mutter war auf das Tiefste verwurzelt in den Bezeugungen der Liebe, die sie für mich gehabt hat. Denn sie hat wirklich, ihre Liebe für mich hat so einen metaphysischen, abstrakten Charakter gehabt. Ich kann mich einfach auf eine Episode erinnern, weißt du. Ich war unglücklich verliebt in irgendein Mädchen. Also, die wollte aber von mir nichts wissen. Ich war ihr zu wenig praktisch bedeutend. Sie wollte eher jemanden haben, der so Chance hat, eine große Karriere zu machen und so weiter. Das war keine sehr würdige Beziehung. Aber ich, dadurch, dass sie mich also loswerden wollte, bin ich sehr traurig geworden. Und eines Morgens während des Waschens in dem Badezimmer habe ich so zu schluchzen angefangen. Und meine Mutter hat das gehört, hat die Tür geöffnet und ist hereingekommen. Und ohne ein Wort zu sagen, hat sie meinen Kopf von ihrer Brust gedrückt und hat ihn so eine Zeit lang gehalten. Ich war dabei, wie sie gemalt worden ist. Sie ist gemalt worden von dem sehr bekannten Maler Pilichowski. Pilichowski, P-I-L-I-C-H-O-W-S-K-I. Pilichowski. Der war ein persönlicher Freund eines Bruders meiner Mutter, Leon Reich, der einer der führenden Zionisten und auch ein Mitglied des österreichischen Parlaments war. Und ich kann mich an das Kleid ganz genau erinnern, das sie getragen hat, wie sie gemalt worden ist. Ganz große Bilder. Die Bilder sind so größer als diese Türen. Ganz große Bilder. Und ich kann mich ganz genau erinnern, wie das Bild gemalt worden ist. Ja, das hat mir damals, diese Bilder hat mir kolossal geholfen. Ich habe mich nicht so einsam gefühlt mit diesen Bildern. Weil ich mich genau erinnert habe, wie diese Bilder gemalt worden sind. Ich war damals 15 Jahre alt. Und ich habe also mich genau erinnert, wie ich bei den Sitzungen war, wo meine Mutter gemalt worden ist. Nicht mein Vater, aber meine Mutter, wie sie gemalt worden ist, war ich bei diesen Sitzungen. Und ich habe an ihre Kleider, die sie in dem Porträt hat, habe ich mich genau erinnert. Die älteste Erinnerung, die ganz klar ist, ist ein Bild, wo ich in einem Zimmer bin mit meiner Mutter. Meine Mutter sitzt auf einem Tisch neben einem Fenster und zwar sitzt sie nicht an dem Tisch, sondern auf dem Tisch und liest ein Buch. Ich bin damals, soweit ich mich erinnere, ungefähr 5 oder 6 Jahre alt. Und meine Mutter hat mir eine österreichische Ulanen- oder Husarenuniform gekauft. Und ich bin in einer sehr kriegerischen Stimmung, also ein kleiner Junge, und ziehe mir diese Uniform an. Und ich habe noch einen Säbel an meiner Seite und gehe so im Zimmer herum. Nicht wahr? Und genieße diesen Eindruck, den ich von mir habe, dass ich ein Krieger bin. Und meine Mutter sitzt neben dem Fenster,
meine Mutter sitzt auf einem Tisch, neben dem Fenster und schaut mir zu und lacht. Das ist meine erste Erinnerung, präzise Erinnerung. Aber ich kann sie nicht daten, ich kann nicht genau sagen, wie alt ich damals war. Ich weiß nur, ich sehe mich nur, das heißt, wahrscheinlich habe ich mich im Spiegel gesehen, denn wir haben so Spiegel in allen Zimmern gehabt und so. Ich sehe mich so in dieser Ulanen-Uniform oder Dragonen-Uniform der österreichischen Armee, wie ich da herumparadiere und mich für den Krieg bereit halte, nicht wahr? Und dann das gütige Lächeln meiner Mutter über diesen Übermut dieses kleinen Jungen. Ich habe vorausgesagt, Zacharias, du wirst als alter Greis zum ersten Mal heiraten. Die Frau muss dich an Zesha erinnern. Sie muss mindestens rote Haare haben. Und um dich zu lieben, muss sie eine Schwäche für Exzentriker haben, die ihre armen Eltern nicht unbedingt teilen werden. Oh, wird das einen Krach geben. Wenn du so weitermachst, wird sie sicherlich nicht jüdisch sein, sondern eine strenge Katholikin, die dir katholische Kinder schenkt. Und die werden glauben, Juden kommen in die Hölle. Du wirst ins Labor gehen und wirst dir nicht den Kopf so sehr zerbrechen über deine Familie. Das hat ja kein normaler Mann in Galizien gemacht. Aber irgendwann hat die Frau es leid. Ich sehe es schon. Mit 70 lässt sie dich sitzen. Du heulst in den Armen deiner Kinder, wie du schon in meinen geweint hast. Bloß, sie werden erschrocken sein. Sie werden doch nichts von Galizien verstehen, wo starke Männer keine Angst haben zu weinen. Und dann wirst du an mich denken müssen. Ich habe sie im Laboratorium kennengelernt. Sie war da so die Aisle, nicht wahr, in die man heruntergegangen ist im Laboratorium. Und ich war auf der rechten Seite und sie auf der linken Seite in derselben Reihe. So haben wir uns kennengelernt. Und ich weiß, aber konnte mich absolut nicht erinnern, wer diese Frau war. Ich weiß nur, dass ich dann jahrelang mit ihr so also verbunden war, freundschaftlich verbunden war. Mein armer kleiner Sohn, auch für die Optimisten wird es manchmal hart. Die Wiener Depositenbank hat geschlossen und zahlt keinem Direktorssohn ein biochemisches Labor. In dem Universitätscafé tragen die Servierer weiße Kittel und du sagst zu ihnen, Kollege. Die Grenzen verschwimmen. Lemberg ist Österreich oder die Ukraine. Dann scheint es deutsch zu sein. Die Russen nennen es Lwów. In dem Haus, wo meine Eltern und Großeltern in Ehren alt geworden sind, hocken die Flüchtlinge und quetschen sich in den Betten. Jetzt habe ich eine Arbeit, die ich im Jahr 1956 geschrieben habe. Und die hat auch so ganz neue Sachen gebracht. Aber ich habe, weißt du, dass ich jetzt Schwierigkeiten habe, die Arbeit zu verstehen. Das ist das erste Zeichen des Alterns in mir. Die Arbeit ist natürlich 1956 erschienen, also war sie vor 30 Jahren. Und in diesen 30 Jahren habe ich die Fähigkeit, nicht verloren, aber eingebüßt zum großen Teil, Zusammenhänge von ganz verschiedenen Tatsachen und so weiter miteinander zu verbinden und als eine Einheit hinzustellen. Damals, wie ich die Arbeit geschrieben habe, ist sie mir ein ausgezeichneter
als ausgezeichnet erschienen. Heute habe ich nach 30 Jahren habe ich diese Arbeit wieder gelesen und da habe ich gesehen, wie eigentlich schlecht geschrieben sie ist. Vom Standpunkt der Logik und der sagen wir, ästhetischen Kohärenz und so weiter. Und ich habe diese Arbeit in meinem Team, weil nämlich die zweite Biografie, die man mich gebeten hat, die habe ich eben bis zum Jahre 1956 nur gebracht. Und ich muss jetzt diese Arbeit wirklich einmal gründlich wieder durchkauen, um die Gedanken, die ich darin verwirklichen wollte, klar hervorkommen zu lassen. Und das macht mir nicht viel größere Schwierigkeiten, als es damals gemacht hätte, wenn ich das damals gemacht hätte. Dessen bin ich mir vollkommen bewusst. Das war der schönste Sommer, der von 1910. Ich hatte ein neues Kleid. Es war marineblau mit einer Rose an der Taille und eine an jedem Ärmel. Mein Sohn Zacharias hat mich im Hotel zum Frühstück begleitet und war ganz betroffen. Mama, ich wusste nicht, dass du so schön bist. Ich habe gesagt, Zacharias, du kennst mich seit 15 Jahren und hast das nie gemerkt? Wir wohnten in einem Hotel, mit dem ich mich sehr verbunden fühlte. Im gleichen Hotel hatte Max Reger meine Zesha entdeckt, als sie 7 Jahre alt war. Ich habe dort immer so gern gefrühstückt. Es gab die herrlichsten Marmeladen, Quittengelee und feinen Aufschnitt. Ich hätte mein Leben bei diesem Frühstück verbringen können. Und dann kam der Maler. Est-ce que je vous dérange? Ich stellte mich in das Fenster gegen einen Stuhl. Und so hat er mich gemalt. Ich konnte das Meer sehen. Ich dachte an meine Kinder. Ich war glücklich. Und dann habe ich zu Zacharias gesagt, du musst mich in der Ostsee begraben. Oder unter einem Wiener Kaffeehaus. Mein Vater hat das Glück gehabt, dass er diese ganze Nazi-Episode nicht mehr erlebt hat. Er ist 1929 gestorben. Plötzlich am Tod gestorben. Er hat gewusst, dass er stirbt. Er hat nur einige Minuten gelebt noch und hat nur mich gesagt, nimm dich deiner Mutter an. Das war sein letztes Wort. Ja, ich habe versucht, was ich konnte. Aber es war unmöglich, während eines Krieges da irgendetwas zu machen. Die Leute haben mir nicht gesagt, dass sie umgebracht worden ist. Die Leute haben gesagt, dass alle Juden, die in Lwów waren, und ich habe gewusst, dass sie sich nach Lwów gerettet hat, vor den Nazis, weil ich geglaubt habe, dass sie nicht so weit nach dem Osten dringen werden, dass sie alle umgekommen sind. Das ist das Einzige, was ich weiß. Und sie war damals in Lwów. Und ich habe von ihr weiter nichts gehört. Ich habe eigentlich keinen Glauben daran, dass ich sie sehen könnte. Sie hat so ein blütiges Gesicht gehabt, weißt du. Die war so ein bisschen fett und hat so, wie oft fette Menschen, hat so ein gütiges Gesicht gehabt. Sie hat mir nur Karten nach Paris geschrieben. Und in einer Karte, die sie zum Geburtstag, am 18. Februar, die habe ich genau zu dem Geburtstag bekommen und hat mir diese Karte, der mir die Glück gewünscht hat, zu meinem Geburtstag, hat sie dazu geschrieben, ich glaube nicht, dass wir uns noch jemals sehen werden. Ich hatte das Vorgefühl gehabt, dass es das Ende ist, weißt du? Und da, die Nazi haben sie sofort ermordet, mitsamt ihrer Tochter.
Ich will dir nur sagen, wie sehr ich deine Tüchtigkeit als Hausfrau und Mensch bewundere. Ich in Dankbarkeit, verwundere in Dankbarkeit. Deine Sorge um mich lässt mich Tränen unterdrücken. Und die Gedanken drücke ich dein liebes Gesicht an meine Brust. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wann ich das geschrieben habe. Es ist mir eine große Überraschung. Ich habe nicht gewusst, dass sowas existiert. Ich habe das so hingeschmiert auf einem Zettel, weißt du. Was soll ich machen? Was soll ich denn machen? Wo ist das? Ich zum Grunde gehe. Ich bin nicht gewachsen diesem Leben in der Einsamkeit, wie es einige Male in der Weltgeschichte vorgekommen ist, wo ganz große Philosophen nicht was vollkommen einsam oder Heilige oder auch selbst Priester in der Einsamkeit eine Annäherung an Gott gefühlt haben. Und es ist dieser Zwiespalt im Leben des Menschen, dass einerseits, um etwas Bedeutendes zu schaffen, man sehr oft eine scharfe Einsamkeit braucht. Das ist die große Zwiespalt im Menschen. Und es gibt ganz wenige Menschen, die diesen Zwiespalt irgendwie harmonisch auflösen können. Und der Unglaube, der Mangel an Glauben an eine vernünftige Ordnung in der Welt, ist ein hoffnungsloses Unternehmen, macht gar keinen Sinn für den Menschen. Es kann ja nur eine permanente und dauernde Glücklosigkeit. Und warum sollen wir so etwas glauben? Ich glaube an einen tieferen Sinn des Lebens. Ich glaube an Gott, aber das genügt ja nicht, denn man muss ja auch eine klare Vorstellung haben, wie Gott sich uns manifestiert. Und diese Vorstellung habe ich nicht. Ich lebe jetzt mit niemandem. Ich lebe jetzt eigentlich ganz allein. Keine Frau besonders, die sich für mich interessiert und die zu mir regelmäßig kommen würde. Ich bin ja 90 Jahre alt und das spielt bei jeder Frau eine gewisse Rolle. Andererseits ist es so, dass ich sehr empfindlich bin auf Frauen, das Wesen der Frauen und ihr Aussehen und so weiter. Und Frauen über 80 sind sehr selten noch von einer Anziehungskraft. Das ist also eine große Tragödie des ganz alten Mannes. Es ist nicht so leicht, sich zu überzeugen, dass man nicht mehr Dinge machen kann, die man früher gemacht hat. Das ist ein sehr schmerzhafter Prozess. Und durch den gehe ich jetzt durch. Obwohl natürlich, wenn man mein Alter erreicht hat, da dankt man wirklich einer höheren Vorsehung, dass man noch existiert. Das weiß man. Aber man tröstet sich damit,
dass es doch Menschen gegeben hat, die bis 115 Jahre gelebt haben. Erstaunlicherweise waren das Menschen, die in sehr schlechten äußeren Umständen gelebt haben. Viele und einige von ihnen waren zum Beispiel Neger und aus dem Süden, die also in einer miserablen Umgebung, sozialen und ökonomischen Umgebung leben. Und trotzdem haben sie ein so hohes Alter erlebt. Natürlich, die ganze Sache ist erst jetzt ganz klar geworden, weil früher waren solche Märchen herumerzählt von Leuten, die 165 Jahre alt geworden sind. Die, alle diese Sachen hat man ganz genau nachgeforscht. Alles hat sich als Erfindung feststellen lassen. Man konnte nicht nachweisen, dass irgendein Mensch länger als 150 Jahre gelebt hat. Allerdings, die äußeren Bedingungen des Lebens haben bei diesen Menschen keine große Rolle gespielt. Denn ein relativ sehr großer Prozentsatz von diesen Menschen waren Neger, nicht wahr? Also Leute, die unter ausgesprochen schlechten ökonomischen und auch politischen und sozialen Bedingungen gelebt haben. Die sind doch so alt geworden. Da ist dieses Tendenz zum Altwerden ist ein ganz fundamentaler biologische Konstruktion in bestimmten Menschen. So, dass jeder sich sagen kann, wenn er ganz gesund ist, in einem Alter, sagen wir so wie ich bin jetzt 90 Jahre alt, ich bin Gott sei Dank, fühle mich vollkommen gesund, kein Grund, warum ich nicht 115 alt werden würde. Und das ist 25 Jahre. Wenn 25 Jahre, wenn ich jetzt daran denke, was ich vor 25 Jahren, wie ich war und wie ich gearbeitet habe und welche Perspektiven ich vor mir gesehen habe, dann ist es ein enormes Leben. Enorme Zeitspanne. Oh ja, ich möchte sehr gerne so alt werden. Nur um eben auszukosten, so einen Grenzfall des menschlichen Lebens.